Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei unserer Knotsberry Challenge. In dieser Challenge spielen wir allerdings mit einem Szenario für kurze Zeit. Und zwar das Szenario: Eltern haben meine Eltern gestohlen. Falls ihr das auch spielen wollt, ihr könnt das ganz einfach beim Startbildschirm da unter Szenarios anfangen. Genau, und wir haben das mit dieser Knotsberry-Familie auch gemacht. Wir sind bei der Generation 1 im Übergang zu Generation 2. Und der liebe Jared, der ja unser Nachfolger ist bei dieser Challenge, ist mit seiner kleinen Schwester jetzt ganz alleine zu Hause und muss hier gewisse Dinge erfüllen, damit sie ihre Eltern wieder zurückbekommen. Bevor es aber losgeht, möchte ich dir herzlich danken, dass du dir dieses Video anschaust. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Falls es noch nicht geschehen ist, dann lass mir gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Das hilft nämlich meinem Video sehr stark, beziehungsweise das pusht meinen Kanal so richtig voran. Genau, Kira hat gerade gefrühstückt und sie hat einen lockeren Zahn, weswegen sie sich gerade nicht so wohl fühlt. Es ist Sonntag und sie ist auch ganz früh aufgestanden. Wackel mal an deinem Zahn. Lass mal die Pflanze in Ruhe. Jared gönnt sich noch Schlaf, weil er war bis spät in die Nacht arbeiten als Babysitter. Ja, wackel mal an deinem Zähnchen. Wie viel Sabber kommt denn da raus? Ist das, was in der Werwölfin ist? Kannst du ihn rausziehen? Au. Ah, ich kann mir das nicht anschauen. Autsch. Aber sie hat dich voll rausgezogen. Sie war nicht sehr empfindlich. Kira hat ihren losen Zahn verloren. Sie kann eine Weile warten, bis ein neuer Zahn erscheint oder den fehlenden Zahn ersetzen lassen. Warum sollte man den ersetzen lassen? Das wächst doch nach. Ja, Kira. Das Kind muss die Note 1 bekommen. Also Kira und Jared auch. Und Kira muss das Bestreben machen und sie müssen 15.000 besitzen. Sie soll lernen, Fahrrad zu fahren. Okay, Jared kann sich dann um den Haushalt kümmern. Ja, das hier ist unser Grundstück. Wir haben hier mehrere kleine Wohneinheiten, die wir vermieten. Und komm mal hier raus, hier ist viel Platz. Weil wenn ich das jetzt ihr dort befehle, dann macht ihr das wieder am Ende im Haus. Komm mal her, Kira. Genau. So, meine Liebe. Hast du dein Fahrrad denn noch dabei? Wir können ja auch mal wieder Fröschchen züchten. Machen wir einfach mal nebenbei, das gibt auch Geld. Wir haben hier auch einige Sachen aus dem Garten von früher. So. Fahrradfahren üben. Kannst du mal machen. Kira hat einen Frosch gezüchtet. Genau. Jared, wie geht's dir? Fast ausgeschlafen. Sehr schön. Langsam muss er aufs Klo. Badezimmer haben wir ja in Stockwerte unten, oder? Ja, genau. Ja. Mein Lieber, du kannst hier mal auf Toilette gehen, wild abknödeln am Morgen erstmal. Er ist traurig, weil jemand gestorben war. Der Erik ist ja gestorben und noch jemand anderes. Ich weiß jetzt nicht, um wen er genau trauert, aber wir sagen einfach mal um den Erik. Das ist der Einzige, den er wirklich gut kannte von den Freunden von Minza. Der Erik war so ein Knuddelbär, der Arme. Ja, der war ein bisschen älter als Minza und Medi. Aber nur, weil wir gecheatet haben. Die waren gleich alt. Jared ist ein Romantiker. Romantische Sims sind oft kokett und brauchen viel Romantik in ihrem Leben. Ja, das kriegt er noch genug. Ja, der fühlt sich gar nicht gut. Er hat auch schon eine negative Werwolfsfähigkeit bekommen. Kira wird angerufen. Wer ruft dich denn an? Andy Escher, wer ist das? Konnte ich nicht lesen, aber ist doch nichts Wichtiges. Nee, du gehst keine Pfützen aufwischen. Hier sind wieder Leute gestorben. So. Ja, räum mal das hier auf. Das hat der Babysitter, glaube ich, liegen lassen, das Essen da. Und dann... Es gibt noch Essen, dann kannst du die Reste nehmen. Habt ihr zusammen zubereitet. Ja. Der hat hier irgendwie... Was ist das? Churros oder sowas? Was sind das? Sind das Churros? Ich kenne mich da nicht aus. Ja, Sitz. Isst man die mit Dieb? Ich dachte, die isst man nackig. Ohne was drauf. Das sind doch so Zuckerstangen, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ich kenne mich da echt nicht aus. Tut mir leid, falls ich falsch liege. Ich bin noch nicht so weit herumgekommen. Was machst denn du hier draußen?
Ach so, da ist ein Müll, okay. Haben wir überhaupt Mülltonnen aufgestellt? Ah, hier haben wir. Hier ist so eine Mülltonne, steht da, so eine große. Ja, du fühlst dich nicht gut, ich weiß. Du Armer. Was für Noten hast du denn durchschnittlich? Also eine 3 wahrscheinlich, oder? Ja. Aber irgendwie hast du noch. Ach so, du hast noch nicht gegessen, weil du immer noch den Müll machst. Ja, erstmal alles in den schönen neuen Spüler. Der mit dem neuen Pack, glaub, rauskam. Oder war es mit dem Kochendings, was letztens als. Mir fallen heute die Wörter nicht ein, es tut mir leid. Das ist bei mir tatsächlich krankheitsbedingt. Na, mit diesem Gameplay-Pack rausklappt, oder? Mit dem Kochsachen und Backsachen. Ja, du bist ganz traurig. Jetzt brauchst du was für den Spaß. Was könntest du denn machen? Gibt dir Joggen Spaß, aber ich glaube nicht, wenn er nicht aktiv ist, oder? Weil es würde ihm mal gut tun. Oh, weinen. Joggen und klaren Kopf zu bekommen. Nein, weinen musst du jetzt nicht, oder? Obwohl, das würde helfen, um die schlechte Stimmung wegzukriegen. Es würde ein bisschen schneller weggehen. Aber Joggen sollte auch okay sein. Dann wärst du hier ein bisschen sportlich aktiv. Das tut dir gut in deiner Erziehungsfähigkeit. Beziehungsweise in deiner emotionalen Kontrolle, meine ich jetzt. Ja, dann kriegst du hier einen klaren Kopf. Der Weg hier ist irgendwie so verschwommen. Sieht komisch aus. Jo, da geht unser großer Challenge. Was willst du nachher machen? Ballkicken? Nein, kein Ballkicken. Kira lernt gerade Fahrrad fahren. Sie kann es schon recht gut. Ja, dieses komische Bein, was sie da immer hat, so ganz steif. Ja, die Animation ist jetzt nicht so perfekt, finde ich. Diese hier. Aber ja, es könnte schöner sein. Ja, du machst es ganz fein, Kira. Was hast du eigentlich für Noten? Auch eine 3. Ist doch nicht ein Tagebuch, ich glaube nicht. Haben wir hier irgendwo ein Bücherregal? Ja, hier sind Bücher. Bücher kaufen, habe ich die mit rausgenommen? Ja, habe ich, okay. Weil ich hatte eine Mod drin, dass ich Bücher auch im Computer kaufen kann. Und dann ging es aber am Regal leider nicht mehr. Man konnte nicht beides haben, leider. Aber ich habe die rausgenommen, weil ich ja dann doch oft zum Bücherregal anstatt zum Computer gegangen bin. Vor allem, wenn man mit Sims spielt, die keinen Computer haben. Wo gibt es denn hier diese Tagebücher? Hallo, so viele Bücher. Tagebuch sollten wir uns leisten können, kostet ja nicht so viel. Hausaufgaben? Nein. Ist das gar nicht hier drin? Doch hier. 28. Ja, Kira, ich glaube, du hast doch keins. Kaufen wir dir doch so ein blaues, oder? Jared müsste eins haben. Der hat sogar zwei, glaube ich. Versehentlich. So, wir haben so viele Sachen hier drin. Du hast so viele Sachen im Inventar mehr drin. In Tagebuch schreiben. Wobei, du musst erst ins Klo gehen. Dann gehst du hier wild abknödeln. Dann schreibst du eine Runde ins Tagebuch und Cheryl kann dich dann ja anquatschen, wenn er wieder da ist, damit ihr ein bisschen sozial bekommt. Die Medi wird angerufen. Können hier einfach. Ach so, ich konnte nicht aufs Telefon gehen. Jemand wollte vorbeikommen und abhängen. Ja, Minze und Mehdi wurden nicht entführt. Die verstecken sich, weil sie keine Lust mehr auf die Kinder hatten. Nein, es sah halt so aus. Sie wurden ja. Es gab keine Entführungsanimation, wie wenn man richtig von Elends entführt wird, sondern sie sind einfach nur gegangen. Es sah wirklich so aus, als würden sie ihre Kinder hier allein lassen. Hier, du bist hier romantisch. Kannst mal aufhören mit Joggen. Hier ist deine große Liebe. Du kannst die ja mal hier umgarnen. Wir müssen sowieso mehrere Frauen hier aufreißen. Oder Männer, mir egal. Jared kann gern alles gern haben. Für mich spielt das keine Rolle. Es geht ja auch wegen Nachfolger. Geht ja mir inzwischen auch mit Wissenschaftsbaby. Von daher müssen wir uns da gar nicht auf eine Frau festlegen. Ich überlasse das so ein bisschen den Sims. Sie suchen sich manchmal auch selber ihre Leute aus. Man kann ja ein bisschen ausprobieren und dann schauen, was die selber so machen. Das ist dann natürlich zufallsbedingt. Die machen einfach gerade, was ihnen in den Sinn kommt.
Warum erschreckst du dich, Kira? Ja, aber wenn ihr findet, jemand sollte so und so sein, dann könnt ihr das ja vorschlagen. Jetzt sieht alles aus wie Saltschritt. Du musst ja nachher gleich wieder herkommen. Aber erstmal bist du hier eine halbe Stunde unterwegs. Ja, du brauchst mehr Werwolfstalente, dann bist du wieder schneller unterwegs. Dann hast du übernatürliches Tempo und sowas. Ja, Kira, Hände waschen. Du gehst oben Hände waschen. Jetzt bist du wütend. Wir haben keine Fotos von Kira. Wir müssen welche von ihr machen. Wir haben von Jared ganz viele. Und von dem armen Mädchen gibt es kein einziges. Ja, Jared macht mir gleich ein Foto von dir. Ich wollte es ja nicht letztes Mal schon machen. Komm, du kannst mal mit deiner großen Liebe flirten. Vielleicht will sie schon mal deine Freundin sein. Er muss ja eine Freundin oder einen Freund gehabt haben. Wobei es ein bisschen böse ist, dass er mit seiner großen Liebe das macht, sozusagen. Suchst du dir vielleicht besser Leute, an denen dir nichts liegt, oder? Du musst hier mal ein paar Mädels kennenlernen. Hier die gut aussehende Nachbarin oder der gut aussehende Nachbar hier. Was passiert, wenn du den anflirtest? Flirten. Versuchen zu flirten. Ja, er ist gerade traurig. Es kann sein, dass es in die Hosen geht. Flirt mal den an. Ja, das Bestreben, vielleicht fühlen wir das lieber nicht mit der Dame, die er so gut findet. Aber jemanden muss er ja vor dem Altar stehen lassen. Aber lieber, wir nehmen jemanden, den er nicht so gern hat, oder? Die arme Frau. Aber die anderen Sims sind auch arm. Die Challenge ist schon gemein. Jo. Genau, aber wir forcieren eigentlich erstmal das Szenario. Aber er braucht ja sowieso ein bisschen Spaß und ein bisschen aufgeheitert werden. Vielleicht heitert ihn das auf. Manchmal funktioniert es. Gibt so bessere Methoden, ich weiß. Hallo, hübscher. Oh, sogar ein Küsschen hier. Oh, er findet es gut. Aber hat nur freundlich gegeben. Freundlich kann man ja sein, Smalltalk nach Tag fragen. Frag ihn doch mal. Dann bist du ein bisschen abgelenkt. Nach Musikgeschmack kannst du ihn auch fragen. Wie war dein Tag, mein Lieber? Wie heißt du eigentlich? Carlos. Carlos, wie war dein Tag? Über Gehirnleistung reden. Ist der auch ein Alien? Nö, der müsste ein Werwolf sein. Er mag kein Blues. Versuchen zu flirten. Nein, Jared. Na gut, der geht weg. Ja gut, du hast recht, du solltest wirklich den Wasserhahn reparieren und dann den Garten machen. Kira kann sich auch nützlich machen, die ist sogar schon irgendwo im Garten. Hier kannst du mal jettern gehen und bewässern. Kinder dürfen ja jetzt auch Gartenarbeit verrichten. Haha. Das musste ich auch machen als Kind. Ich weiß, wie Kira sich fühlt. Hier kannst du Wachs sammeln und Honig sammeln. Und ansonsten geht es denen gut, kannst dich mit denen verbünden. Hier deine Käferchen. Füttern musst du sie. Und Benzin kannst du holen. Haben wir eigentlich einen Generator? Ist zwar nicht so umweltfreundlich, aber das ist nur in Sims. In echt finde ich das auch nicht so gut. Aber hier, naja, passiert ja nicht wirklich was Schlimmes. So eine brave Kira. Bist du ein braves Kind? Ja, hier, Honig kann man verkaufen. Sehr gut. Oh, pass auf. Lass die Bienen doch nicht fallen, Jared. Au, au, au. Oh ja, das tut weh. Oh je, die armen Bienen. Mögen die dich jetzt nicht mehr? Da ist jetzt doch jemand vorbeigekommen, den wir nicht kennen. Igitt, wie das aussieht, wenn er die Käferchen da einsammelt. Wir haben Benzin bekommen. Aber das kann man ja auch verkaufen. Man kann ja mit dem Ding auch Non-Food verkaufen, glaube ich, oder? Oder ist das jetzt speziell für Essen? Nein, nein, ist doch schon nur für Essenssachen. Aber wir können ja auch so ein Ding kaufen, wo wir alles Mögliche verkaufen können. Auch Non-Food-Artikel. Wer ist denn das? Junger Erwachsener Rigby. Kennt er gar nicht. Okay. Hier kommen Menschen vorbei, die wir nicht kennen. Jared, es tut mir leid. Ich weiß, du hast sehr schlechte Laune. Du kannst ja auch mal mit Tränen gießen. Ja, mach das. Das hilft ihm ja gegen die Traurigkeit. Darum ist es ja so blau. Oh, Daumen. Ja, hier, es geht runter, wenn er hier. Und Carlos beschwert sich da, wo Jared hier mit seinen Tränen das Feld gießt, das arme Kind. Was ist denn, Carlos? Redest du mit Jared? Der flucht hier rum. Ja, Werwölfe haben halt oft schlechte Laune.
Oh, jetzt ist das Feld sogar wirklich gegossen. Nee, nicht mit dem Beispiel. Oh, komm, hilf doch mal deiner Schwester, die Arme. Komm. Sie gießt und du kannst schon mal Jetten und mit Käfer einspringen. Ich glaube, das mit Käfer darf Kira nicht machen, oder? Ja, dachte ich mir schon, weil das ja Giftstoffe sind. Mit Giftstoffen sollten Kinder nicht hantieren. Hier, Mädchen, kannst du vielleicht dir abnehmen, darfst du auch nicht. Warum darf ein Kind keine Wäsche abnehmen? Du kannst hier bewässern gehen. Das hier kannst du ernten. Warum geht das nicht? Hier ist doch eine Frucht dran, also eine Blume. Na gut, bewässer halt. So, und hier gibt es auch nochmal Arbeit. Kannst du auch schon mal die Vorarbeit leisten? Jetten und bewässern und Jared kümmert sich dann um die Käferin. Ja, ganz fein machst du das, du Armer. So ein vernachlässigtes Kind. Ja, die Eltern sind ja auch einfach in den Urlaub gefahren. Mit deinem Papa vermutlich. Auf Sixem. Habt ihr mal Sixem rückwärts gelesen? Nicht sehr kreativ, wenn man das durchschaut hat, oder? Der Name von dem Planeten, von dem ja die Aliens kommen, die hier in Sims vertreten sind. Fein machst du das. Jo, so ein braves Kind. Ja, wir müssen uns gut um die Pflanzen kümmern, damit können wir ja hier nebenbei ein bisschen Geld ziehen, oder? Hier, diese Frau, wie die läuft. Willst du mal mit der flirten? Hereinbitten. Die will sowieso irgendwas von uns. Oh, Jared muss sowieso gleich zur Arbeit, der Arme. Wollen sie reinkommen? Okay. Die ist erwachsene, oder? Eine ältere Frau, Jared. Den Carlos musst du aber dann auch noch bearbeiten, du. Versuchen zu flirten. Komm, versuch mal mit der zu flirten. Die besucht uns ja sowieso, wie es ausschaut. Düsteres Kompliment. Ach, die kommt vorbei, um zu reparieren. Oh, wie nett. Vielleicht hat sie gesehen, dass Minze und Medi gerade nicht da sind und dachte sich, sie hilft dem armen Kind hier mal. Komm, flirte die mal an. Hallo. Oh, das findet sie nicht toll. Okay. Dann müssen wir Carlos bearbeiten, oder? Einmal kannst du es ja noch versuchen, ich habe schon eingegeben. Jetzt stehen die nur da und schauen sich an. Sie hat auch keine gute Laune, wie es ausschaut. Mach mal hier Reiniger drauf, dann fühlst du dich wenigstens nicht mehr peinlich berührt. Kira? Ja, du platzt hier rein. Oh je, du kannst dich mir mal vorstellen. Da ist der Carlos, aber Charlotte muss jetzt hier zur Arbeit gehen. Ja, jetzt hast du dich vorgestellt. Du kannst mit ihr reden. Freundlich. Über Träume reden. Kira ist schon ein liebes Kind. Helfen, schlechte Beziehung zu. Ah, okay. Der ist aber tot. Der Wolfgang. Der Wolfgang war ein Wolf. Das ist doch mal sehr kreativ. Kennenlernen. Ja. Ciao, Jared. Viel Spaß bei der Arbeit. Ich bin jetzt ungefähr fertig mit dem, was ich hier machen wollte. Ja, hast du ja repariert hier. Macht es dir was aus, wenn ich noch etwas hier bleibe? Wie war dein Tag? Passt du jetzt auf Kira ein bisschen auf? Ja, rede mal über Süßigkeiten und du kannst sie mal bitten, dir beim Fahrradfahren zu helfen. Genau, die Nachbarn hier sind alle mit uns befreundet. Die Werwölfe halten zusammen. Wir könnten auch einen eigenen Rudel gründen mit Jared, oder? Das geht ja. Und jetzt? Hilft sie dir oder hilft sie dir nicht? Doch, ich glaube, sie hilft. Ja, ich glaube auch, dass du das wieder im Haus machen musst, anstatt draußen, wo du Platz hast, Kira. Okay. Und die Zoe hier, so heißt sie doch, oder? Zoe, genau. Die putzt hier bei uns. Ja, ist schön, wenn du hier vorbeikommst, um uns zu helfen. Ja, jedes Mal einen Babysitter können wir uns ja nicht leisten. Warum willst du denn von dieser Schultasche da essen? Du hast doch hier noch Reste, schau mal. Sie ist gleich fertig mit Fahrradfahren üben. Hat sie es dann gelernt? Ja, der Kreis ist voll. Ja, sie hat es gelernt.
Kira hat gelernt, wie man mit einem Fahrrad fährt. Sie kann jetzt mit jedem Kinderfahrrad herumfahren und reisen. Schön, ist fürs ins Bett. Ist doch noch wenigstens was. So spät ist es noch nicht. Schau, ist doch erst um 8. Ach so, wir haben noch Pizza im Kühlschrank. Woher haben wir die Pizza? Haben wir die bestellt? Kann gut sein, dass wir das gemacht haben. Ja, gönn dir Pizza. Vielleicht hat der Babysitter welche mitgebracht. Malerarbeiten. Schon wieder. Letztes Mal haben wir auch sanft überzeugt. Machst du diesmal Auszeit? Ellie ist wütend über die Auszeit und schreit, dass sowas nur Babys bekommen. Sie lässt die Farbe fallen und beginnt mit Spielsachen, Stofftieren und Büchern zu werfen. Genau das gleiche hat sie doch letztes Mal gemacht. Jared hat Glück, wenn er es schafft, sie zu beruhigen, sauber zu machen und in den Schlafanzug zu stecken, bevor ihre Eltern zurückkommen und von der Beseitigung der Unordnung ganz zu schweigen. Genau dasselbe Resultat. Naja, fast genau dasselbe. Jo. Isst du mal hier deine schöne Pizza und dann kannst du ins Bett drin gehen. Sozial haben wir leider nicht so hochgekriegt bei dir. Ja. Wobei, ja, eine Stunde kannst du ja noch wach sein, oder? Willst du vielleicht noch mal mit der hier reden? Sie scheint sie zwar nicht so zu mögen, hier versuch sie mal aufzumuntern. Ja, wir brauchen ein bisschen sozial noch. Aber ich glaube, sie geht jetzt eher. So, wir gehen hier nach oben. Wo ist die Dame hin? Ah, hier in deinem Zimmer ist sie. Okay. Ja, sie hat wohl wirklich auf sie aufgepasst ein bisschen. Oh, sie wollte dich doch nur aufmuntern. Wegen Ableben trösten. Komm, Kira ist so lieb zu dir. Oh. Nach Werwolfrudel kannst du fragen. Das kommt irgendwie nicht gut bei der Dame an. Wir machen ein Kompliment. Sie sieht so aus, als wäre sie jemand, der darauf anspringen würde. Sie gehört auch keinem Rudel an, okay. Gut zu wissen. Vielleicht müsst ihr zu uns irgendwann gehören. Wir können hier mal nicht tratschen. Smalltalk machen. Tag verschönern. Wir haben schon Charisma. Und im Alter schon. Ja, ich glaube, die kannte auch jemanden, der gestorben war. Ja, jetzt sind sie ein bisschen angefreundet hier. Zwei. Oh, jo. Pinguine redest du. Oh, jetzt musst du aber ins Bett, du. Jetzt ist es spät. Ab mit dir. Morgen musst du zur Schule. Ja, du musst ja nicht dich beschweren über das Bett. Du gehst ja jetzt ins Bett. So, Jared kommt gleich wieder nach Hause. Und ich versuche mal ein Foto von Kira zu machen, dass wir das auch aufhängen können. Aber dann endet die Folge an dieser Stelle auch schon wieder. Wir sind nicht so wirklich weitergekommen. Es ist ein bisschen schwer, weil Jared halt abends immer zur Arbeit muss. Aber wir werden das schon noch hinkriegen, denke ich. Ja, Kira hat zumindest eine weitere Aufgabe hier bei ihrem Bestreben erfüllt. Und genau, die anderen gehen wir dann beim nächsten Mal an. Dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ich bin schon gespannt, wie es hier mit denen weitergeht. Ist gar nicht so stressig, wie ich dachte, aber ganz gemütlich ist es natürlich auch nicht ohne die Eltern, die fehlen. Und ja, wir werden es sehen, wie es hier mit dieser Familie weitergeht. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß, falls ihr jetzt selber spielen geht oder ein anderes Video eurer Wahl anschaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.